Süchin, wir sind da, in der dritten Folge des Live-Let's Plays. Ja, indem du mit jemand anderem alle evakuierst. Gut, das war meine Frage. Frage, die ich in der letzten Folge gestellt habe, in dieser Folge beantwortet. Das heißt, wir blasen dir noch den Schädel weg. Kabum! Bersaglio nemico a terra. Sì, sì, signore. Whatever you say, whatever you do. Pop, pop, pop. Hat er gehustet? So. Moving on target location. Probier jetzt vielleicht nochmal Kills mitzunehmen. Gut, mit Shadow keinen mehr. So. Jetzt müssen wir aber erstmal mit unserer guten... Achso, evakuieren können die alle noch. Ja, umso besser. Je rejoins la position. Boah, 84% ist halt schon nicht schlecht, ne? Trotzdem daneben. Kackbuhn. Tschüss. Bin aber weg. Hier ist Firebrand. VIP ist in Sicherheit. Meines 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Also getötete Feinde zählen offensichtlich nicht in die Missionswertung mit rein, denn sie ist trotzdem makellos. Wir hatten ja auch nicht die Aufgabe, alle Feinde zu töten, sondern lediglich die VIP zu extrahieren. Wir haben es auch geschafft, dass unser Ranger den Erschüttert-Status los ist. Sehr gut. Konnten jetzt am Ende den einen Kill nicht mehr mitnehmen, aber gut, das ist jetzt auch nicht weiter wichtig. Am weitesten bewegt Rekrut Christine Braun. Ich denke, sie war Doktor. Und nicht Rekrut. 75% Trefferquote ist okay. Keine neuen Rekorde aufgestellt, aber na gut, das kann man ja auch nicht immer haben. Also bei Trefferquote hatten wir auch schon zweimal 100%. Größter Schaden, unser Ranger, den wir eigentlich zurückhalten wollten, aber gut, in den Situationen, wo ich ihn genutzt habe, war das, denke ich, relativ okay und risikofrei. Deswegen konnte man das da durchaus machen. Mein Face in der Zwischensequenz. Hallo. Nach so einem Einsatz ist die Moral so hoch wie nie. Gute Arbeit, Commander. Der Marco hat Biotikfelgen. Ja. Muss er haben. Geht gar nicht anders. Der Marco ist komplett, der besteht aus Biotik. Sonst könnte er die Manöver gar nicht machen, die er im ersten Teil zumindest gemacht hat. Im zweiten Teil gab es ja irgendwann nur dieses behämmerte Flugzeug. Wie hieß es? Feier irgendwas. So, Guillotina, befördern. Komplett auf Sanitäter. Ausgerüstete Medikits verfügen über 2 zusätzliche Ladungen. Und der gute Shadow bekommt jetzt das... Was war noch gleich das Gefechtsprotokoll? Schicke den Gremlin zu einem Feind und versuche einen Stromschlag mit garantiertem Schaden... Huch.
der gegen Robotergegner erhöht ist. Nehme ich mal mit. Medi-Protokolle haben wir jetzt schon genug. Fortschrittliches Laservisier erhöht kritische Trefferchance um plus 10%. Der Bonus steigt mit abnehmender Distanz zum Ziel. Also macht das auf Schrotflinten schon relativ Sinn. Ach, der Bonus steigt mit abnehmender Distanz zum Ziel. Ja, mit abnehmender Distanz zum Ziel, ja. Die einfache Beweglichkeitssimulation wurde zur Verbesserung der Reflexe des betroffenen Soldaten entwickelt und steigert die Ausweichchance im Kampf. Heißt das, der Gegner hat weniger Trefferwahrscheinlichkeit wahrscheinlich, ne? Hammer, genau, heißt das Flugzeug. Danke. Ja, ich hab es gehasst. Es ließ sich ziemlich beschissen steuern. Sie und Ihre Männer haben den Aliens heute einen weiteren schweren Schlag versetzt, Commander. Beeindruckende Leistung. Ja. Geschafft. Informationen und ein Ingenieur. Soldat hat sich erholt. Sehr schön. Wille wiederhergestellt und erhöht. Christine Braun. Alientrümmer. Raumfreiräumung beginnen. Annehmen. Sehr schön. Einen weiteren Ingenieur. Ihr habt gesagt, wenn keine Leute verletzt sind, soll ich den Typi hier aus dem fortschrittlichen Kriegszentrum rausnehmen. Sinniger Vorschlag. Aliens lassen. Die Invasion war eine Sache. Mit ihrer fortschrittlichen Technologie waren sie uns klar überlegen. Aber Advent, das ist etwas, auf das wir nie hätten gefasst sein können. Selbst mit besserer Ausrüstung nicht. Zwischen Propaganda, den Presseerklärungen und einem schier endlosen Vorrat an Friedenshütern sollten sie nichts als Ärger für den Widerstand. Und Andromeda erscheint auch bald. Ja, ne, zum Jahresende ist angepeilt. Ich gehe aber mal davon aus, dass es sich ins nächste Jahr verschiebt. Verkürzt die Projektdauer. Hier könnten wir noch einen mit dazu packen. Dann geht das erstmal ein bisschen schneller. Das mache ich mal eben. Jetzt sollte das nur noch 9 Tage dauern. Korrekt. Sehr schön. So, Projekte haben wir gerade keine am Laufen. Die Frage ist immer noch, was setzen wir auf die Energiespule? Ihr hattet geschrieben, dass Sachen wie Psi-Labor da halt relativ effektiv sind, weil die, glaube ich, normalerweise recht viel Energie kosten und auf der Spule halt null. Gucken wir mal, hier sind noch Trümmer. Kommunikationszentrale wäre halt auch mal mega wichtig. Aber wir müssen erstmal noch ein bisschen wegräumen und aufwerten können wir ja auch noch. Auf der anderen Seite, wenn ich mir mal unsere Vorräte so angucke, würde ich halt gerne erstmal warten, bis wir die Plattenrüstung in 2 Tagen fertig haben und einfach mal gucken, was der ganze Spaß kostet. Und erstmal will ich natürlich speichern. Und dann lassen wir einfach mal laufen. Commander, eine Vorratslieferung des Widerstandes muss doch immer eingesammelt werden. Belohnung, Informationen. Untersuchen. Avenger berechnet neuen Kurs. Avenger. So. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, Commander. Neues Forschungsprojekt, natürlich. Codename Yorick. Predator-Rüstung zur Fertigung verfügbar. Neues Testbereichsprojekt verfügbar. Exo-Anzug und ein Spinnenanzug. Okay, das gucken wir uns jetzt erstmal in aller Ruhe an. Predator-Rüstung. Dieser Anzug aus erbeuteten Advent-Rüstungsplatten bietet erhöhten Schutz und zusätzlichen Inventarplatz für unsere Soldaten. Spinnenanzug.
Lückenhafte Aufzeichnungen aus dem zerstörten Hauptcomputer im XCOM-Hauptquartier weisen auf einen frühen Prototyp einer leichten Kletterhakenrüstung hin, der nie umgesetzt wurde. Mit unserem Wissen über die Materialien der Aliens können wir das Konzept vielleicht wiederbeleben. Also wieder was für Sniper im Zweifel. Und Exo-Anzug. Wenn wir die Servorüstung-Prototypen, an denen wir gearbeitet haben, mit der von uns geborgenen Advent-Panzerung kombinieren, könnten wir eine schwere Version unserer Plattenrüstung entwickeln. Und vor allem könnten wir eine Halterung für schwere Waffen direkt an der Rüstung selbst anbringen und so starke defensive sowie offensive Fähigkeiten in einem Anzug kombinieren. Klingt, als wäre das ein bisschen was für ein Grenadier. So. Überlegung, erstmal Autopsien. Nee, Gausswaffen. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Das ist Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Obwohl ich realistische Erwartungen bezüglich der begrenzten Ressourcen und verfügbaren Einrichtungen auf der Avenger hatte, musste ich mich erst daran gewöhnen. Trotz des Dämpferfelds des Schiffs machen es mir regelmäßige Turbulenzen und gelegentliche Ausweichmanöver nicht leicht, empfindliche Experimente durchzuführen. Ich muss wohl meine Forschungstechniken anpassen, um unter diesen Umständen effizient zu bleiben. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Ja. Testbereich. Da ich noch nie einen Fuß in eines dieser Stadtzentren gesetzt habe, hatte ich noch nie einen dieser Advent-Burger, von denen man immer wieder hört. Aber niemand scheint die unbequemen Fragen zu stellen. Ach, das haben wir doch schon gehabt. Wann jemand überhaupt das letzte Mal haben wir doch alle schon gehabt. So, Exo-Anzug. 2 Advent-Soldatenleichen, 1 Illyrium-Kern, wir haben noch 3 Kerne. 5 Alien-Legierungen und Illyrium-Kristalle. Bringen die Anzüge was? Fragezeichen. Huch. Nee, ich wollte schon dahin. Was kann ich für Sie tun, Commander? Ha, Predator-Rüstung, Truppenverbesserung, Sofortherstellung, kostet 150 Vorräte, 6 Leichen und 20 Alien-Legierungen. Die treffend benannte Predator-Rüstung soll die Lebensdauer unserer Soldaten im Einsatz erhöhen. Na, Enderil kommt ja schon Anfang Juli. So, alle haben... Also ich finde es übrigens ziemlich cool, dass Rüstungen und Waffen Truppenverbesserungen sind. Muss ich sagen, finde ich ziemlich cool. So, 4 Gesundheit zusätzlich. Das ist doch mal was. Ah, ich wollte mal gucken. Nein, da. 66 Wille, okay. Also haben alle mal 4 Lebenspunkte mehr. Das ist aktuell ungefähr noch ein Treffer, zumindest von diesen normalen Gewehren. Ja, die Anzüge bringen etwas, zumindest der Exo-Anzug. Ja. Ist das, wie ich vermutet habe, dass das eher was für ein Grenadier ist? Weil es klingt für mich halt so. Commander? Spinnenanzug war halt schon im ersten Teil, der Greifhakenanzug war halt schon so, ja, musste jetzt, also kannste, musste aber nicht haben. Ist ganz nett, mehr aber auch nicht. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich den Haken irgendwie öfter mal benutzt hätte, den Kletterhaken im ersten Teil. Kostet der? Der kostet auch keine Dings. Keine Vorräte. Komm, wir machen einfach mal einen. Ich meine, irgendwie Advent-Soldatenleichen scheinen wir genug zu haben. Kerne haben wir auch noch 3. Illyrium-Kristalle.
Haben wir 55 und Legion, ja, komm. Klingt gut, Commander. Ich lasse es Sie wissen, sobald das Projekt einsatzbereit ist. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und in 7 Tagen sind auch direkt schon die Gauss-Waffen fertig. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Kohle gibt es erst wieder in 18 Tagen. So, dann speichere ich direkt nochmal. Und dann könnten wir uns ja eigentlich mal auf die erste Geheimbasis stürzen im Stream noch, oder? Wird jetzt hier vielleicht gern noch die Informationen einsacken. Und dann nochmal ganz kurz gucken, was der Schwarzmarkt hergibt. Okay. Neue Ziele erhalten. Wir haben neue Ziele für unsere Guerilla-Einsätze gegen Advent zusammengestellt, Commander. Operation Fliegender Stern. Hacke den geheimen Computer des Widerstands. Schwierigkeitsgrad schwer. Belohnung 200 Vorräte. Wäre mit Blick auf die Gauss-Waffen wahrscheinlich ganz gut. Schwierigkeitsgrad mittel. Erlange den Gegenstand aus der Advent-Einrichtung. Dr. Abby Walker, Wissenschaftler. Wäre auch gut. Und Schwierigkeitsgrad schweren Ranger. Das brauchen wir tatsächlich nicht. Hießen die beiden anderen Missionen gleich? Wie unwahrscheinlich ist das denn? Also ich habe keine Ahnung, wie viele verschiedene Begriffe hinterlegt sind. War der Schwarzmarkt je nützlich? Ja, im ersten Teil war er nützlich, um Krempel zu verkaufen, der ansonsten eh nur rumgammelt, um Vorräte zu bekommen. Also ja, war im ersten Teil schon nützlich. Behindert düsteres Ereignis. Advent Legierungspanzerung verleiht Advent-Einheiten zusätzliche Rüstung. Ein Doktor wäre halt für die Forschung auch so gut. Ich frage mich die ganze Zeit, was Ammar so denkt, wenn er den Chatverlauf sieht. Dass sich hier keiner aufs Spiel konzentriert. Außer ich. Tja, was machen wir? Forschungszeitverkürzung ist halt immer so eine Sache, wenn man nicht genug Vorräte hat, um die Forschung halt auch relativ zeitnah umzusetzen, bringt sie einem halt nichts. Was war das andere düstere Ereignis? Ach, verdecktes Ereignis. Ach, ja Gott. Nein, ich bin nicht müde. Läuft das Spiel denn flüssiger als damals zum Release? Also ich habe jetzt seit Release keine großartigen Unterschiede in der Performance feststellen können. Um ehrlich zu sein. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, ein Doktor ist wichtiger. Macht alle euren Doktor, der ist wichtig. Ja, komm. Setze Kurs auf Chile. Vorräte kriegen wir dann im Zweifel auch noch zusätzlich über den Schwarzmarkt. Und Shen werden nur zufrieden sein, wenn wir den Schädelstecker erfolgreich nutzen. Wir sollten vor dem Einsatz einen unserer Soldaten damit versehen. Ja, da bin ich jetzt tatsächlich am Überlegen, ob ich den mal ausprobiere. Ja, Entschuldigung, dann konzentriert ihr euch halt aufs Spiel. Und ich würde entweder die Vorräte nehmen oder das UFO-Ereignis verhindern. Wahrscheinlich eher die Vorräte.
Tja. Also wie gesagt, ich glaube ein Doktor... Ich weiß halt nicht, inwieweit wir... Kann natürlich auch sein, dass wir dann in den nächsten Einsätzen irgendwie auch nur einen Doktor nehmen können, weil alles andere noch beschissener ist. Dann wären rückwirkend betrachtet die Vorräte jetzt besser gewesen. Aber ich glaube, die Forschungszeiten werden ja auch nicht kürzer. Und ich denke, wenn wir dann noch einen zusätzlichen Wissenschaftler haben, ist das... Ich glaube einfach, es ist besser. Ich mag mich täuschen. Dann ist es leider so. So, wir probieren jetzt auf jeden Fall die drei Herrschaften hier noch jetzt im Stufenaufstieg zu verpassen. Grenadier. Ah, wir können noch ausrüsten. Elessia. Legilas. Shadow. Ja, um ihn vielleicht noch eine Stufe aufzuwerten, weil ich denke, dass er in der Alien-Einrichtung oder ich meine, ich weiß nicht, wann wir das erste Mal auf Robotergegner treffen. Aber ich denke irgendwie schon, dass das cool sein könnte. So, und dann nehmen wir mal wieder den guten All-In mit. Der war nur auch schon lange nicht mehr mit. Ausrüstungsgegenstände freigeben. So, dann gucken wir doch mal. Wir haben ja noch ein bisschen was bekommen, ne? Elessia. Nee, Nanomedikit nicht. Oh Gott, wir haben... Ach Gott, wir haben ja einen zweiten... Oh Gott. Nimm mal den Schädelstecker mit, Elessia. Wobei, Moment... Moment, Moment, da war doch was. Da war doch was. Schädelstecker. Der Schädelstecker kann nur in Nahkampfreichweite eingesetzt werden und verlangt, dass der Anwender neben seinem Ziel steht. Okay, dann... Auch wenn es... Wenn er wahrscheinlich... War das nicht so, dass er das Hacken verstärkt? Nö. Oder hat sie vorher null? Nö. Gut, dann macht es am Ranger am meisten Sinn. Da du die Mech-Autopsie durchführen kannst, würde ich sagen, du bist bereits robotischen Einheiten begegnet. Ja, tatsächlich, aber halt noch nicht in größerem Ausmaß. Ich weiß ja nicht, ob die irgendwann... zahlreicher werden. Man weiß gar nicht, was man den Leuten mitgeben soll. Außer Granaten. all in. Ach, ja, gut, komm. Ist jetzt natürlich doppelt gemoppelt. So. Krieg ich jetzt mal jeder noch Granaten mit? Und für ihn haben wir nichts. Ja gut. Dann ist das so. Ich kann mich an einen Mech in einer Zugmission erinnern. Ich kann mich an keinen Mech erinnern. Aber gut, klar, die Autopsie können wir machen. Ich werde wohl irgendwann schon mal im Begegnet sein, aber... Ah, doch, genau. Bei der ersten Zugmission sogar, glaube ich, ne? Gibt es eigentlich einen bestimmten Grund, warum du auf Hitbox und nicht auf Twitch streamst? Weil ich Hitbox komfortabler finde... Für den Streamer, für den Zuschauer. Der Chat spackt ab und zu mal ein bisschen rum. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Hab noch keine Beschwerden gelesen. Und irgendwie streamt ja jeder auf Twitch. Man muss ja nicht das machen, was alle machen. Und ich finde, Hitbox gibt sich Mühe. Hitbox bietet für den Streamer relativ viele Komfort-Tools. Und ich finde, dem kann man auch ruhig mal Anerkennung zollen. Und ich stream zwar nicht mehr so häufig, aber ich bin super zufrieden mit Hitbox. So, so viel mal dazu. Waffenverbesserungen. Wir haben ja noch
Moment, wir haben ja noch diese 10% Crit Chance. Wenn wir das jetzt rausnehmen. Ist das natürlich weg, das Laservisier. Ist jetzt die Frage, ob ich das nicht erstmal einem anderen gebe. Also diese Geschichte auf dem Sniper macht keinen Sinn. Es macht eigentlich nur auf dem Ranger Sinn. Vielleicht noch auf dem Grenadier. Weil ich mit dem ja doch sehr offensiv unterwegs bin. Also ich finde auch einfach, das bietet sich an. Aber die Crit-Chance allgemein ist bei Grenadieren halt recht niedrig. Deswegen stellt sich da die Frage, macht es überhaupt Sinn? Ob 0% oder 10%, dann lieber eine Steigerung von 40 auf 50 oder von 50 auf 60. Also relativ gesehen ist die Steigerung natürlich 10%. Also das ist additiv, nicht multiplikativ. Insofern weiß ich nicht. Das war die Zugmission, in der er Luftschuss eine Etage tiefer gesprengt hat. Also die Mission mit dem Mac. Ah, der Weiße, wo ich am Ende noch... Ach, die Harakiri-Mission. The leg is strong. Ja, I don't know why. Press F5. Check your Leitung. Do irgendwas. But do it. Hier, Leute, gebt mal Tipps zu... Achso, die anderen PKS-Dinger habe ich schon verteilt. Steigert die Ausweichchance im Kampf. Plus 14 Ausweichen. Ausweichen 0. Wer könnte denn sowas gebrauchen? Also irgendwie im Endeffekt wahrscheinlich jeder, weil irgendwie mal auf jeden gefeuert wird. Ich gebe es einfach mal dem Grenadier. Bei der Waffenverbesserung weiß ich es halt echt nicht so recht. Ja klar, im Falle von Crit Chance ist additiv natürlich besser als multiplikativ. Bei sämtlichen prozentualen Änderungen ist additiv besser als multiplikativ. Ich weiß allerdings wirklich nicht, inwieweit das auf irgendwas anderem Sinn macht als auf einem Ranger, der mittendrin steht, der eine Schrot hat, der ein Schwert hat. Deswegen lasse ich das erstmal. Und ich würde aber sagen, dass wir die Mission in der nächsten Folge starten. So ist das. Dann haben wir jetzt mal wieder eine Folge nur auf der Avenger verbracht. Und dann hoffe ich, dass wir in den nächsten beiden Folgen die Mission schaffen und unsere neue Doktorin in unserer Mitte begrüßen dürfen. Und dann mal erstmal einen Schnitt und es geht, keine Ahnung, übermorgen weiter, morgen weiter, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Auf jeden Fall geht es in der nächsten Folge weiter.